Ich habe bulimische Hysterikerinnen gekannt, abgemagert bis auf die Knochen, die das ganze Organismische so eklig, so glibrig, so schleimig fanden, und die Tatsache, dass sich das Leben der Körper bedient, sie hernimmt, sie ausbeutet, ausbeutelt und dann noch auslöscht am Ende, dass die Verweigerten von diesem Fleischlichen etwas zu sich zu nehmen und nur noch das reine Nichts aßen. Wenn die anderen das nicht vergessen könnten, diese Ungeheuerlichkeit des geschlechtet, geschlachtet, des benutzt, hergenommen Werdens, wenn sie das nicht verwerfen könnten in so selbstverständliche und metamorphotisieren, metaphorisieren als Durchgang zu höheren Zwecken, sich dahin zu geben, aufzuopfern, um einer neuen Form Gestalt zu verleihen aus ihnen, dann würde das schlecht funktionieren.